Jo, hallo und recht herzlich willkommen, Leute. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Wir sind im Euro Truck Simulator im Multiplayer. Hey, Leute. Woo. Jawohl. Party. Wir und 2800 andere fahren hier gerade auf diesem Server LKWs. Und wow, dass diese Ampel jetzt rot geworden ist. Und dass meine grün ist. Woo, Party. Alter, ich... fällt einfach an mir vorbei. Genau, Ja, du kommst gleich wieder. Also ich habe ja einen kleinen Zwischenfall in der letzten Folge. Ja, letzte Folge unbedingt angucken, ja, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Dadurch bin ich jetzt mit 75.000 Euro im Minus. Und ja, meine Fracht ist auch ein bisschen geschädigt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Geld bekomme. Alter, das sieht echt ähnlich aus. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Also ich komme aus der Nähe von Nürnberg. War in Autotruck noch nie so realistisch nachgebaut. Also in Autotruck sah ja fast jede Stadt gleich aus. Die haben, das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, sehr viel geändert. Sie haben viel geändert in den Städten, aber auch auf den Autobahnen, Bundesstraßen, egal wo. Finde ich echt richtig, richtig geil. Das sieht richtig nice aus. Ja, Leute, was wir auf jeden Fall noch dazu sagen müssen, ist, dass wir immer noch auf dem Weg nach Wien sind. Genau. Und einen kleinen Abstecher in Linz. Genau. Wir haben einen kleinen Abstecher in Nürnberg gemacht, weil mein Auftrag in die Richtung ging. Das sieht echt original aus. Ich kann das gerade gar nicht glauben, ohne Spaß. Wenn da jetzt noch der Fluss kommt, dann ist es so wie in echt eigentlich. Ja, okay, es ist so. Okay, ein bisschen anders die Auffahrt, aber der Fluss ist auf jeden Fall da. Ich bin erstaunt immer noch davon, ultra krass. Auf jeden Fall finde ich jetzt aber keinen Auftrag von Nürnberg nach Wien oder nach Österreich irgendwo hin. Dementsprechend fahre ich jetzt ohne Auflieger. Ich muss mich ein bisschen zügeln, merke ich gerade, weil ich absolut viel schneller bin als du. Und von Linz habe ich aber schon einen Auftrag, ich habe den sogar schon angenommen, von Linz nach Wien. Und wir fahren sowieso an Linz ein bisschen vorbei. Fahren wir halt nach Linz rein. Fahren wir ein bisschen schneller. Oh. Oh, da muss ich wegen dir bremsen. Ja, ich hab das jetzt nicht so gecheckt. Wir fahren dann in Linz rein, holen meinen Auflieger ab und fahren dann weiter nach Wien. Das alles in der heutigen Folge. Letzte Folge war absolut witzig auch. Ja. Vor allem am Ende war es ziemlich, ziemlich crazy. Also eigentlich relativ normal geschaut und dann wumps. Also Formel 1 würde ich schon sagen. Euro Truck ist schon so ein fundiges Game eigentlich. Schon ziemlich krass. So. Vor allen Dingen mit so viel Multiplayer-Verkehr hier. Also ich finde es immer noch krass, dass überhaupt halt so 2800 Leute hier gerade. So viele Leute spielen, finde ich auch krass, ja. Also dass allgemein überhaupt noch so viele spielen und dass halt so viele gleichzeitig auf einem Server online. Ja, aber es hat halt diesen gewissen Spaßfaktor, macht ja uns auch so mega viel Spaß und das macht den Leuten auch mega viel Spaß. Ich muss sagen, wenn du irgendwie anders fahren musst und so, weil ich habe ja... Ich muss hier rechts weg. Ja, da muss ich auch rechts weg. Ja. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Das Navi finde ich immer noch ziemlich lustig. Ich finde das auch gut irgendwo. Muss man schon sagen. Biege nach rechts. Boah, du kannst einfach durchhalten mit 100. Ja, du hast auf jeden Fall hier dich durchschalängelt. Ich hatte kurz Angst, aber... Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas krasses. Achso, ja, das wollte ich noch sagen. Ja, das finde ich auch, dass die extrem kurz sind. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir natürlich auch Vorschläge oder Themen, ich habe ja letzte Folge aufgefordert, ein paar Themen reinzuschreiben oder irgendwas, oder Vorschläge oder was auch immer, konnte ich nicht drauf eingehen, denn, oder wir, weil wir die jetzt hier direkt im Anschluss aufnehmen. Also absolut verrückt. Fahren hier nach Österreich, ja, wir haben bestimmt auch ein paar österreichische Zuschauer, ne? Also was ich fahre übrigens also, wir eine haben auf jeden Fall kleine Story an der Stelle, wo wir gerade hier so mit LKWs und so über die Autobahn fahren. Jetzt kommt's. Ich bin
Die, die mir auf Instagram folgen und so, wissen ja, dass ich ganz häufig so nach Hamburg, fast jedes Wochenende, ich wohne ja in Berlin, mein Studio ist auch in Berlin und Mike war ja auch schon ein paar Mal da so. aber ich bin eigentlich fast jedes Wochenende, wirklich fast jedes Wochenende bin ich in Hamburg. Naja, da muss man ja auch irgendwie hinkommen, ne? Echt? Und, echt? Ja. Und meistens fahre ich im Zug. Aber ist natürlich auch teuer. Und deswegen mache ich es nicht immer. Vor allem, wenn es so manchmal so spontan ist, ist es total dämlich, weil ich eigentlich fast jedes Wochenende da bin und dann trotzdem kommt es so spontan. So. Das ist natürlich eigentlich dumm, wenn man denkt, so, ja, jedes Wochenende, dann weißt du doch, dass du hinfährst, ja. Stimmt auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann letztens mit dem Bus gefahren und da ist ja coolerweise einfach so ein Reifen geplatzt. Dann dachte ich so, ja, nie wieder mit dem Bus. Und jetzt fahre ich morgen wieder nach Hamburg mit dem Bus. So cool. Ich habe immer so gewartet, so, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ja, Bus ist schon, also ich mit dem Bus fahren würde ich nicht, finde ich nicht geil. Ich bin zwar auch schon ein paar Mal gefahren, Flixbus tatsächlich noch nie, aber so Reisebus-mäßig bin ich schon ein paar Mal unterwegs gewesen. Aber ich weiß nicht, also ich halte davon auch absolut gar nichts. Also wenn ich mit dem Reisebus fahre, dann kann ich auch gleich mit dem Auto fahren, habe ich so das Gefühl. Wenn ich denn eins hab. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber wenn ich keins hab, ist Zug schon besser. Wobei Zug auch scheiße ist. Also öffentliche Verkehrsmittel sind alle kacke. Also im Bus, du brauchst gefühlt 80 Mal länger als mit dem Auto oder mit dem Zug. Bus ist unbequemer und brauchst viel, viel länger. Und Zug ist halt aber absolut viel teurer. Das ist unglaublich. Ja. Generell die Strecke Hamburg, Berlin, also auf Autobahnen ist gerade halt auch mega viele Baustellen, aber zugmäßig ist die Strecke auch nicht so geil. Weil die ist gar nicht so lang, aber zugmäßig ist es trotzdem. Es fährt zwar jede Stunde ein ICE, immer um 40 ungefähr, manchmal auch 38 und so, da kenne ich mich jetzt ganz gut schon aus. Aber es ist halt trotzdem dafür, dass es irgendwie Hilfe. Ungefähr 200 Kilometer oder so entfernt ist. Die Städte, dafür dauert die ICE-Fahrt halt trotzdem relativ lange, weil die dauert halt ungefähr halt 2 Stunden. Das heißt, ich habe gar ein paar Stunden alles gemacht. Lange für die Strecke, weil die halt nicht so gut ausgebaut ist irgendwie. Ja, das ist wirklich lang. Wenn du mal überlegst, dass man theoretisch ja schon eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h. Wenn man schon sagt, dass man unter 4 Stunden kommt, ja von München nach Berlin. Ja, genau. Das ist halt. Und Hamburg ist halt quasi mehr oder weniger mindestens das Dreifache oder so. Ja, das, also München, Berlin ist das Dreifache und du brauchst da auf jeden Fall. Das ist schon krass, ja. Ja, also ich finde, da wird auch zu wenig dafür getan. Also man wird immer so ein bisschen in die Richtung getrimmt, so, yo, wegen Umwelt und was weiß ich was für ein Geschmarrie, die ganze Zeit wird man dazu ein bisschen getrimmt zu sagen, Geschmarrie, oh, Freilüse in Österreich. Oh, ich fahre ja einfach über den Parkplatz. Lol, wir sind jetzt in Österreich. Ja, auf jeden Fall, wird man ja ein bisschen so in die Richtung getrimmt, dass man öfter mit dem Zug fahren soll. Aber ich finde, dafür ist das schon sehr unattraktiv, finde ich. Also es ist sehr unattraktiv, finde ich. Also teure Preise, dann kommen die gefühlt immer zu spät, dann bleiben die stehen, dann überfüllt oder irgendein Dreck. Also wer hat da Bock zu fahren? Ich kann da auch Millionen Stories erzählen zu dem Scheiß. Letztes Wochenende war es aber krass. Also letztes Wochenende bin ich im Zug nach Hamburg gefahren. Ich war am Berliner Hauptbahnhof tatsächlich irgendwie so 20 Minuten vor Abfahrt. War eigentlich ja Abfahrt. Normalerweise bin ich halt wirklich so, dass ich so kurz vor knapp quasi erst so ankomme. Das war aber
richtig gut, dass ich so früh da bin, weil ich habe dann so aufs Handy geguckt, so ja, kommt alles pünktlich und so, und dann natürlich auf dem Handy gesehen, nee, oh scheiße, minus 560. Du musst mich vorlassen, Alter. Du ziehst gerade richtig weg. Ja, macht nichts. Wobei ich... Wir müssen hier links weg, ne? Links halten. Ja, links muss ich auch. Ja, jetzt fährt er einfach auf beiden Spuren. Und ja, auch noch langsam. Naja, auf jeden Fall bin ich halt früher da gewesen und hab dann auf mein Handy geguckt, so. Mein Zug hat Verspätung, Johatta. Und dann stand noch der Zug, der eigentlich eine Stunde vorher abfahren sollte, stand noch im Bahnhof, weil die Strecke gesperrt war. Alter, mir ist einer draufgefahren. Der hinter mir. 9% Schaden. Hm. Was so, ein Spacko. Ja, ich weiß, aber ist der doof? Ja, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ob ich mit dem Zug fahren darf. Durfte ich. War kein Problem, konnte ich den Zug quasi früher nehmen. Dadurch, dass meiner so viel Verspätung hatte. Das war erstmal geil. Und dann hat er so gesagt, so ja, der Zug hat aber 200% Auslastung. Also es sind doppelt so viele im Zug, wie überhaupt eigentlich mitfahren können. Ah, fuck, du musst weg. Rechts, rechts, weg. Weiß ich, ich habe auf die Autobahnschilder geguckt. Ich war gerade beschäftigt, den anderen zu nerven und auszubremsen. Der fährt übrigens gleich drauf, wahrscheinlich so wie der fährt. Alter. Ich habe ihn, also ich fand die Aktion halt doof, dass er mir drauf gefahren ist. Und dann bin ich halt vorhin gefahren auf die linke Spur und er wollte uns beide eigentlich überholen. Dann habe ich einfach langsam gemacht auf der linken Spur. Und er hat gar keine Lust gehabt, aber ja, dann habe ich gemerkt, dass er ist einfach über den Rasen gefahren. Ja, ja, er hat dann einfach durchgezogen. Ja, auf jeden Fall, trotz dieser 200% Auslastung habe ich sogar noch einen Sitzplatz bekommen. Voll geil. Das ist heftig. Sitzplätze, also ohne Spaß. Also im Zug fahren, da kann ich auch 1000 Storys erzählen. Zum Beispiel nach Berlin, als ich zu dir gefahren bin, absolutes Chaos ist das gewesen. Sitzplätze sowieso scheiße. Das war eine der ersten Zugfahrten so über eine lange Strecke. Also ich bin noch nie so lange gefahren eigentlich. Und ich habe keinen Sitzplatz reserviert gehabt, weil ich eigentlich immer einen Sitzplatz bekommen habe, wenn ich Zug gefahren bin. War ein Fehler nach Berlin, kannst du nicht machen. Zug voll, absolut scheiße. Das war auf der Hinfahrt sowie auf der Rückfahrt riesig. Und die geilste Story ist ja die von München. Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Also der Wahnsinn. Als wir da von Konami eingeladen wurden zu diesem Event. Und dann rechts. Das war. Da bin ich ja geflogen. Digga, das war das Dümmste ever. Da kann ich gleich mal richtig auspacken an von der Story. Aber erstmal hole ich mir meinen Ding. So, endlich, wir sind da. So, hoffentlich das jetzt alles noch gelübt, aber jo, ist noch drin. Dann hole ich mir den ab. Und dann erzähle ich meine krasse Story. Also das war ein Erlebnis nach München. Mit, also, nee. Nie wieder, ohne Spaß. Wenn uns aber nächstes Jahr Konami einlädt, ich komme so mit dem Auto, da bin ich mir sowas von sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich eins hab, aber dann notfalls leihe ich mir einfach ein Auto. Für einen Tag, anstatt dass ich wieder mit dem Zug fahre. Oder ich flieg auch, wie du. Kommt darauf an, wo wir eingeladen werden. Ja, von Nürnberg nach München. Ja, wir werden noch nicht wieder nach München. Oder? Wer weiß es denn? Weiß ich nicht. Ich soll vorsichtig fahren, hat er mir gesagt, ja. Können wir mal kurz bei der Werkstatt reinhauen? Ja. Ich hatte nämlich kurz, nachdem er mir reingefahren ist und da, wo ich ihn ausbremsen wollte, hatte ich eine Meter-Vollfunktion. Ja. Motor fehlt. Wo bist du denn? Bist schon weitergefahren. Neue Route finden. Ich bin bei der Werkstatt. Ach, die ist unten, oder? Neu berechnet. Jetzt bin ich hier oben lang gefahren. Ich krieg's kotzen. Jetzt kann ich hier auch nicht wenden. Ah. Ich flippe aus. Ich kann da echt nicht wenden. 0 Euro oder muss sogar Strafe wahrscheinlich für den Auftrag bezahlen, weil ich fahre jetzt über dich so drüber. Ich komme in der Stunde wieder zurück. Und weil ich kann hier nicht wenden, du mich aufhältst. Komm, wir müssen wegfahren. Wäre schon 5-mal da gewesen. Wir müssen wegfahren hier, das bringt nichts. Ich komme hier nicht zurück. Ich müsste rückwärts fahren. Ja, in die Richtung muss ich gar nicht fahren.
Dreh doch einfach um und... Wo denn? Ja, auf der Strecke und fahr einfach gegen den Verkehr zurück. Ich kann hier nicht umdrehen. Es sind ja, und links da, und rechts Seitplanken. Da ist es auf jeden Fall die Strecke, wo nicht. Ich lang muss. Dann fahre ich jetzt schon mal Richtung Wien. Nein! Du kommst jetzt her. Ich fahr, musst du jetzt auch nach Wien, du Aff. Ja, aber das ist nicht der Weg nach Wien. Ja, doch! Ja, dann fahr du deinen Weg und ich fahr meinen Weg. Das ist doch bekloppt, Alter. Als ob du nicht diesen Weg nach Wien fahren kannst. Ja, dann fahre ich jetzt ohne dich. Ist mir auch egal. Mein Weg ist viel cooler. Ja. Also pass auf. Ich habe mich auf den Weg gemacht von meinem Ort, wo ich wohne. Musste ich ja erstmal nach Nürnberg kommen, ne? Zug, Verspätung, ich glaube 5 Minuten. Dann sind wir noch auf der Strecke stehen geblieben. Ja. Dann war ich ungefähr 10 Minuten zu spät. Ich meine, ich hatte mir das schon so eingeplant, dass ich genug Umstiegszeit habe. Allerdings hatte ich trotzdem ein bisschen Schiss, dass ich meinen ICE von Nürnberg nach München nicht mehr erreiche. Ne? Komm da an, was passiert? ICE, ich glaube 40 Minuten oder so Verspätung. Also alles gut gelaufen. Dann stand ich da. Was man noch dazu sagen muss, ich hatte die ganze Strecke, das muss man noch dazu sagen, ja. Die ganze Strecke hatte ich links eine Tasche, ungefähr 6 Kilo schwer, wo mein PC drin war, mein Laptop, plus PC, oder? Ja, mein Laptop plus Elgato und Kabel und Mikro und was weiß ich was. Und rechts hatte ich eine Tasche, auch ungefähr 5 Kilo schwer, wo das Stativ, das Kamerastativ, das Mikrofonstativ, ja, und alles mögliche drin. Ja, es sah so aus. Das war ja noch geiler, dass es auch noch aussah, als hätte ich so eine Knarre mit, Alter. Und dann mit den zwei Taschen habe ich mich ja erstmal auf den Weg gemacht nach Nürnberg im Zug. Keinen Sitzplatz bekommen. Dann hatte ich mir aber für den ICE einen Sitzplatz reserviert. Der ICE kam ja zu spät. Ich gehe in den ICE rein. Keine Sau in dem Zug. Niemand. Sitzplatzreservierung hätte ich mir absolut sparen können. Aber seitdem ich von ich kann nicht beschleunigen. Zieh nach links! Alter, verpiss dich. Seitdem ich hier nach Berlin zu dir gefahren bin, habe ich gedacht, komm, reservierst du den Sitzplatz, ne? Habe ihn reserviert, hätte ich nicht gebraucht. Ich habe mich einfach irgendwo hingehockt, weil ich gedacht habe, ich suche doch jetzt nicht meinen Platz, es ist eh keiner da im Zug. Egal, ich bin nach München gefahren. War in Ordnung von der Zeit her. Ich habe frühe Züge gebucht, dass ich rechtzeitig da bin. Muss der zur Allianz Arena, ne? Ist ja ein weiter Weg. So, ich komme in Richtung Nähe München. Kommt eine Ansage vom Typen da, vom Schaffner. Keine Ahnung, wer die Ansagen da in dem Zug macht. Kannst du mal bitte langsamer fahren? Bisschen. Und dann sagt er, ja, in München kannst du Probleme kommen, wegen einer Strecke, die da und da gesperrt ist, ne? Bis ich gerafft habe, dass das genau meine Strecke ist, von dem Hauptbahnhof quasi zu Fröttmanning, zu der Allianz Arena. Alter, ich bin, glaube ich, komplett ausgerastet. So, jetzt stand ich natürlich da, links meine 6-Kilo-Tasche, rechts meine 6-Kilo-Tasche in der Hand und stehe am Münchner Hauptbahnhof komplett alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich tun sollte. Dann war ja noch die Geschichte mit Taxi bei Konami oder nicht. Hat ja dann letztendlich nicht geklappt. Das heißt, ich hätte mit Öffentlichen hinfahren müssen. Dann stand ich erstmal da, habe auf die Antwort von Konami gewartet. Und als ich dann von denen die Antwort bekommen habe, musste ich erstmal gucken, wie ich jetzt dann quasi, weil die Strecke ja gesperrt ist, du kannst übrigens wieder Ultragas geben, vom Hauptbahnhof dann weiterkommen zu den zur Allianz Arena. Und letztendlich hat der Typ mir dann gesagt, dass ich mit der U-Bahn eine Station fahren soll. Der hat mir die Stationennamen gesagt, keine Ahnung, ne? Wie die heißen. Da soll ich zu der Station fahren, eine, zwei Stationen, und da umsteigen und dann da bis Fröttmanning fahren oder so. Ne? Ich steige in die U-Bahn, die muss er erstmal finden. Ich steige in die U-Bahn mit meinen zwei schweren Taschen. Die U-Bahn geht zu. Was ist? Nächster Halt. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe gar keinen Plan gehabt. Immer, wenn wir ankamen in den neuen
U-Bahn-Bahnhof oder wie man die Dinger nennt, habe ich gelesen, wie die heißen, weil er mir ja gesagt hat, zu welcher ich aussteigen muss. Und als ich dann die Dinge gelesen habe, zack, gingen die Türen so weg. Dann bin ich quasi eine Station zu weit gefahren. Toll. Dann musste ich wieder... Ja, aufs Handy und bei Google Maps, wie du da hinkommst. Ja, das ist, wenn ich zwei schwere Taschen in der Hand habe, mit meinem Rücken darf ich ja nicht mehr was tragen, ist ja das Problem. Dann bin ich quasi dann bin ich eine Station quasi weitergefahren, bin dann wieder in die andere U-Bahn gestiegen, bin dann wieder zurückgefahren. Zum Glück hatte ich mir so ein Ticket gebucht, wo ich mit der U-Bahn und so weiterfahren kann. In Höhe von 8000. Auch noch. Und hab dann wieder eine Station zurückgenommen quasi und dann stand ich wieder an dieser Station, wo ich sein sollte, bin dann umgestiegen und dann Richtung Skötmanning gefahren. Hat dann einigermaßen auch funktioniert, bloß dass ich dann natürlich von der U-Bahn-Station erstmal nochmal 15 Minuten bis ins Stadion reinlaufen musste. Das ist auch interessant mit 10 Kilo Taschen oder noch schwerer. Jetzt wird immer mehr, Alter, Kilogramm. Ohne Spaß, ja, nein, 6 und 6, habe ich ja gesagt, oder 6 und 5 auf der Seite, das sind ja insgesamt 10, oder? 6 und 5 sind insgesamt 10, ja. Ja, ungefähr, habe ich ja gesagt, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht genau, aber ohne Spaß, also, das war so ein Horror, da hinzukommen. Zurück habe ich diese Mitfahrzentrale oder so, keine Ahnung, wie man das nennt, habe ich da genutzt, also... Habe ich auch noch nie gemacht, das habe ich zum ersten Mal dann in meinem Leben gemacht, aber das war deutlich angenehmer. Da hat mich diejenige einfach abgeholt. Ja, Grüße gehen raus. Und zack, zack, perfekt eingestiegen mit meinen schweren Taschen, hingefahren und angekommen. Also absolut schwierig. Ich bin geflogen, mir wurde das Flugticket bezahlt, dann wurde ich abgeholt vom Shuttle Service und zur Allianz Arena gefahren. Und dann nach dem Event wurde ich im Shuttle Service wieder Da sieht man mal, was hier der Unterschied zwischen uns ist. Also ohne Spaß, wenn ich den Service nächstes Jahr habe, cool. Wenn nicht, wenn ich überhaupt eingeladen werde, wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall nicht mit den Öffentlichen fahren. Also das war dann wieder mal so ein Ding, wo man wirklich sieht, das ist scheiße, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das ist einfach scheiße. So, wir haben lang genug geschnackt. Jetzt sind wir da. Nimm die Ausfahrt. Und tolerabel rechts halten und dann rechts abbiegen. Können unseren geilen Auflieger hinlegen. Geil, 5000 hat es gebracht, ja, weniger als die Kreditraten, Digga. Mal wieder überspringen, heute in der Saudigen und gestrigen. Also ich bin jetzt wieder bei minus 78.000. Geil. Leute, wir müssen unbedingt einen Livestream zusammen machen, um irgendwie wieder Geld reinzubringen. Ja. Hier in die Kasse. Das ist ja. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal eine Werkstatt oder eine Garage hier. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen bei dieser Folge, ja. Hört das Ganze ab, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Und wie gesagt, kommentiert einfach ein bisschen fleißig zu unseren Stories vielleicht auch. Oder schlagt selber was vor, worüber wir reden sollen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.